Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Shantae. Nee, Shantae ist vorbei, oder? Habe ich die Folge schon aufgeladen? Ja, gut. Oder vielleicht nicht, wer weiß. wir haben letztes Mal die Villa Devius vollendet, wenn man das so sagen darf. Und jetzt wandern wir Richtung Schloss Kranz. Wo war das nochmal? Genau, ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Warum habe ich mich nicht geheilt? Oh nein, ich bin immer noch vergiftet. Aber es hat keine Wirkung, weil ich nicht im Kampf bin. Ich habe das Spiel ausgetrickst. So. Ja, gib mir ein Zimmer, bitte. So, können jetzt den Banditenohrring wieder anziehen. Und, ja, gleich sind wir auch endlich zum Ninja-Meister, also werden zum Ninja-Meister, was vorteilhaft ist, wenn man das so sagen darf. Also. Nö, zack. So, wir haben jetzt das da bei uns. Das ist ein Tücher, Minisänge, Bogenschütze, was auch immer. Und er hat Luna mit im Gepäck. Ne, Hartzinger, glaube ich. Ah ja, richtig. Ich wollte noch bin ich jetzt? Ne, so. Was hast du an? Nix. Weißt du was? Du nimmst jetzt auch mal einen Banditenohrring. Ich glaube, das würde Sinn auf dir machen. Was ist überhaupt dein Status? So. Ja, du bist eher der Magie-Typ, aber ich glaube, Geschicklichkeit wäre auch nicht leid auf dir. Meersmetall, sind die neu? Schauen wir mal. Klapperkoa, nee, Maulköpfe, Pogo. Gluteule, Schattenblubs, nee, Turbofische, da drinnen, Wespe. Ja, die sind neu. Aber Schlag ist gut gegen die. Sind ja auch Insekten. Schöne, ich kletter auf dem Berg Musik. Heilgemüse, okay. Dazu sage ich nicht nein. Kann ich hier auch? Jo. Was haben wir hier? Komm. Geht's hier weiter? Scheint der Fall zu sein. Okay, geht's auch noch nach links. Das ist so langsam, ne? Sagen wir machen hier jetzt mal die Truhe auf. Untot. Was hilft noch gegen Untot außer Licht? Also Arkan. Ich wollte wissen, was ist mit Lunatic? Hilft Lunatic? Nee, Untot. Gegen Untot hilft Lunatic nicht wirklich. Nur Laterne? Also Illumi oder wie auch immer. Schauen wir mal nach. Geisterclown. Tatsächlich. Schade. Was hat nochmal Mogelmorphose für eine Wirkung? Mogelmorphose verwandelt mich in einen Mogel. Und das bedeutet was? Mondmagie, nur riechende Monster. Okay.
Ja, ich kann mich aber so nicht schweren, ne? Also machen wir das wieder rückgängig. Hi, Objekte, Sternenkraut, so. Okay, und dann noch wieder Lichtmagie, so. Zack. Okay, die sind ein Level höher als die im im Turm. Oder liegt das da? Ah nee, das ist, weil ich wieder umgerüstet habe. Eigentlich sollte Laster gar nicht so schlecht gegen die sein. Warum hast du keinen Geist dabei? Unnütz. Entschuldigung. Ein langer Sang. Und Palmenholz. Okay, das wird das sehr wahr. Eigentlich eine Abkürzung, die ich vorhin genommen habe. Nun gut. Aber was ist hier oben? Geht's hier weiter oder nicht? Sieht nicht danach aus. Aber hier ist eine Schatztruhe. Mit Schokolade. Sehr schön. Feuertag. Da packen wir dann auch den Feuergeist aus. Weil der macht dann mehr Schaden. Was? Oh, Nicolo. Hast du irgendwas Neues in deinem... Nee. Tisch nicht. Was ist überhaupt der Sinn von einer Glasglocke und einem Fischauge? Muss das nachher unbedingt mal googeln. Oder... Nee, wisst ihr was? Ich mach das jetzt schon mal schnell. Bis gleich. Okay. Die Glasglocke erhöht die gewonnene Erfahrung und das Fischauge die gewonnenen Lucre, also später interessant, momentan noch nicht wirklich. Hier geht's nicht weiter, also geht's hier hoch. Dass ich wirklich da noch nicht genug Schaden mache. Bin ich wirklich gezwungen, Int wieder anzuziehen. Ja, das geht jetzt wieder. Oh ja, wenn sie brennen, das ist immer gut. Also. Das klappt jetzt auch nur so einigermaßen, weil heute Feuertag ist, glaube ich mal. Aber ehrlich gesagt, das hier ist ja schon super duper anstrengend. Ich brauche wirklich mehr Int. So, Level up. Bisschen mehr. Sehr schön. Solange das nicht das einzige ist, was hier spawnt nachts. Statuette, sehr schön. So, Kaskadengrotte. So, gegen dich ist Stoß gut, wenn ich mich richtig erinnere. Also packen wir die Kette aus. Nein. Also, logisch gesehen, vorhin hatte ich was. Ja, dann mussten wir das zerschlitzen. Was ist das dann für ein Vieh? Stachelblitze. Freak? Was ist ein Freak? Hier habe ich ja noch gar nicht hinzugefügt auf meiner Liste. Freak. Schlitz sind die so la la la. Bei Stoß sagen die nö, kein Bock drauf. Was?
Bei Schlag sagen sie auch okay, muss nicht sein. Wie ist es mit der Magie? Laterne überhaupt nicht. Nocturne sehr gerne. Lunatic überhaupt nicht. Vesuvio nicht so gern. Froster nicht so gern. Hartzinger sehr gern. Ja, also habe ich da noch nicht das Richtige. Elektra nicht so gern. Und Rocky geht so. Okay. Und das gilt auch für die, ne? Jo. Okay. Also müssen die geschlitzt werden. Ja, hier müssen wir eh schlitzen, wenn ich das richtig sehe. Ah, hier kann ich wieder abgrasen, um nach Sachen zu sammeln. Ob sich das wirklich lohnt, ist eine andere Sache. Ah, hier gibt es auch eine neue Blume. Wie heißt du denn? Da, Killerblume. Ja, ist auch egal, ne? Da ist noch eine Blume. Hier geht es demnach weiter. Eine Schatztruhe für mich. Bomb? Oh nein, jetzt gibt es schon Bomben in den Truhen. Muss das sein? So, was haben wir dann hier? Danke, Lester. Sehr nett von dir. Sag mal, geht's noch? So. Kranzeisen. Geht es da hinten weit oder nicht? Gute Frage, keine Antwort. So, was haben wir hier? Ich hab ganz vergessen, dass es die gibt. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man da einfach schneller sein. Kann das sein? Man darf denen einfach keine Chance geben, zu explodieren. Was ist gut gegen die Knallkürbis? Würde ich sie einfach mal nennen. Knallkürbis? Okay, ich habe noch keinen gekillt, deshalb steht mir nicht da. Zu schade. Okay, dann. Ich weiß, was man gegen die macht. Da bleibt man auf Abstand. Aber zuerst noch ganz schnell hier. Wir können auch mal die Axt nehmen, weil dann können wir Magie auch auf Abstand nutzen. Komm her. So. Was? Ich hab mein Level Up überschrieben? Nee. Was? Geht das überhaupt? Hab ich gerade mein Level Up überschrieben? Moment. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ich bin genervt. Aber egal, machen wir weiter.
Okay, mal Mikro aber und sehr schön. Ich hab noch zwei Leben. Oh Mann. Ja, da wollte ich Magie nutzen. Muss für das Vieh wecken. So bekomme ich keine Erfahrung, na toll. So, ich habe einen gekillt. Und ich habe keine Magie mehr. So, schauen wir mal. Halloween-Kürbis. Normale Flora. 135 Leben. Also die zwei Pfade, die treffen sich hier wieder, ne? Und das bedeutet, wir können jetzt hier weiter. Insekt. Elektra ist da gut. Lester, du bist so useless. So, Level up. So, 34, das bedeutet, ich habe bisher 33 Level ups gehabt. 18, 21. Ja, ne, 33. Okay. Ne, dann habe ich das irgendwie. Okay, dann habe ich nichts gesagt, weil dann geht's ja auf. Ne? 33 Level Ups, 18 plus 10, 29 plus 4, 32 plus 1. Okay, ja, dann habe ich nichts gesagt. So, das erste Mal, wo ich einen behinderten Engelskelch nutze. Was haben wir hier? Ovala-Samen, okay. Noch eine Schatztruhe? Mit einem krummen Samen. So, hier geht's weiter. Moment. Das ist doch ein. Warum macht Lester gar keinen Schaden gegen die Sorge? Ah doch, geht doch. Das da scheint eine andere Magie zu sein, die ich noch nicht habe.
hä? Ich dachte... Leuchtmotte. Tatsächlich Schlag. Ah, immer dieses Umgewechseln. Gewechselt von den Waffen. Einfach mit Magie so. Lass da! Manchmal nährst du mehr als du hilfst. Status. NSC verhalten. Du bleibst einfach weit weg und benutzt so. Du das gleiche, so. Damit die nicht die ganze Zeit sterben und nicht meine Hits verkacken. Ich brauche unbedingt Weisheit. Das ist wirklich momentan mein Problem. Ich bekomme viel zu viel Schaden durch irgendwelche Zauberangriffe. Ich habe nicht mehr genug Leben, um da irgendwie sofort da vorne zu stehen. Schokolade. Ah. Freakfleisch. Ach. Ich bin so langsam. Glaube ich, gehe wieder etwas überlegter in die Kämpfe rein. Das wäre vielleicht besser. Ich frage mich gerade, wenn ich Magie so nutze. Ach, das wäre aber cool gewesen, wenn das auch einfach alles geschlitzt hätte. Okay. Klein, das sind eigentlich Mini-Debüsse. Okay, hier ist eine Sackgasse. Eine Truhe. Yay, yeah, ein Griffli und eine Fratzentruhe. Na toll. So wird das nix. Müssen wir wieder wechseln. Nehmen wir das gleich. Und wieder eine Truhe. Was ist jetzt drin? Eine Palmeria-Büste. Sehr schön. Okay, Speicherpunkt. Wieso? Ah ja, richtig. Boss-Time. Also hast auch du dir deine Hände mit Blut beschmiert. Julius. All das Blut, das an deinen Händen klebt, qualifiziert dich schon fast dazu, dich mir anzuschließen. Was sagst du? Willst du mit mir zusammen das Vandoli Imperium wieder aufbauen? Dieser Mann ist ja wahnsinnig. Das Vandoli-Imperium? Warum willst du dieses abscheuliche Imperium wieder aufbauen? Abscheulich? Was für ein Narr du doch bist. Der Schattenherrscher hat es weitaus besser begriffen als du. Was? Ich
Schau dich der Wahrheit. Es liegt dir im Blut zu kämpfen. Ich werde dir noch genügend Gelegenheiten dazu bieten. Schattentor, öffne dich und lass meinen Diener passieren. Was? Uah, ekelhaft. So, Schlitz. Und Feuermagie. Zack. Ich glaube, mit dem Schwert geht es etwas schneller voran. Was? Ah ja, richtig, ist noch nicht vorbei. Was ist das? Haben Sie da einen Boss aus Secret of Mana 2 einfach nochmal benutzt? Das geht aber gar nicht. Wie geht das nochmal? Richtig, komm her. Mist. So. Ach, richtig, das macht ja so viel Sch. Ah, ne. Dann zuerst. Ja. Ja, okay. Da, da. Mist, zu früh. Okay. Und jetzt noch den Kopf verbrennen. Komm her. Ach. Komm. Kopf nach vorn. Wie? So geht das nicht. Komm her. Okay. Das ist etwas schwierig. Ah, öffne doch den Kopf im richtigen Moment. Komm her. Was? Komm ich? Nee, ich muss wirklich eine Fernkampfwaffe nutzen. Warum bist du schon wieder tot, Lasse? Immer das Gleiche mit dir. Das war das falsche Zeug. Ich hab doch ernsthaft. Nur der Bogen geht hier. Das ist ja wieder behindert gemacht. Und wieder bin ich vergiftet. Wenn ich jetzt davon. Okay, gut. So, paar Bonbons geschluckt. Okay, so komme ich nicht dran. Komm nach vorn, komm. Los, komm. Komm her. Warum hat das nicht getroffen? Ah, Mann. Oh, Mann. Und wieder eine Karotte. So. Na los. Geht doch. So langsam wird das echt anstrengend. Ich hoffe, das ist gleich vorbei. Dieser Boss hasse ich jetzt schon. Hm.
Das Gift ist einfach viel zu stark. Und ich habe keine Karotten mehr. Na toll. Sterb doch einfach! Warum hat das mich wieder getroffen? Mann! Ich muss nachher unbedingt bei Nicolo ein bisschen Schokolade und so einkaufen, weil... Ah, endlich! Endlich kommen wir mal hier voran. Natürlich, ich treffe dich nicht, aber du mich. Ich drücke Angriff, warum geht es nicht? Nee. So langsam drehe ich durch. Warum hat das nicht getroffen? Warum? Ich habe ganz vergessen, wie behindert das Spiel manchmal ist. Jetzt treffe ich dich. Manchmal treffe ich dich nicht. Was ist das für ein Blödsinn? Ich muss wirklich abwarten, bis du komplett auf bist. Was? Was für ein Blödsinn. Komm her. Zu früh. Ne, ich stutze das. So, zack. Komm, stipp. Komm her. Anstrengend, wieso? Das ist doch ein Mana-Geist, wenn ich mich nicht irre. Wer? Ich bin Pameria, ein Holzgeist, aber ich habe keine Dünnbrettbohrerin. Ich bin keine Dünnbrettbohrerin. Ich hatte nicht so viel Glück in letzter Zeit. Ich muss mich etwas erholen. Jemand hat dir deine Kraft abgesaugt, armes Kerl. Will zum Schloss kannst, aber Ranken versperren mir den Weg. Kannst du mir weiter? Was? Wenn ich irgendwas für euch tun kann, wäre es mir eine Freude. Ihr müsst da nicht so angewurzelt, oh Mann. Oh, nach der Runde hier bin ich zwar überhaupt nicht mehr motiviert. Ich glaube, ich mache Schluss für heute. Das ist genügend Aufnahme. Boah, das war einfach nur anstrengend. Und sonst überhaupt nichts. Also Leute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Griffleon. Ciao, ciao.